Hallo und herzlich willkommen zum FIFA 15 Ultimate Team. Heute wollen wir mal ein Let's Play Video, unser erstes Video machen. Bin ein bisschen aufgeregt mit meinen Leuten. Das ist unser schönes Team. Können wir leider keinen verkaufen. Ja, aber viele Emmelder. Wir haben 500 Münzen bekommen. Wir haben 500 Münzen bekommen und schon mal ein Pack. Das ist schon mal Bronze, sehr schön. Das ist aber ein Bronze-Set wahrscheinlich, wie jeder noch kriegt. Ja, sagte ich ja. Aber ja. Vielleicht kommt ja ein guter Spieler dabei rum. Ja, schon wieder Engländer. Sieht auf jeden Fall gut aus für die Engländer. Ja, und wir können jetzt uns auch vielleicht noch einen Spieler aussuchen. Uns ausleihen. Ja, für ein paar Spiele. Ich schätze mal, wir nehmen dann Rom oder so. Auf jeden Fall irgendeinen guten Spieler und auf Arjen! Robin! Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, welchen Spieler wir nehmen. Ja. Geht irgendwie nicht. Scheiß Controller! Hier kannst du die neuen Objekte. Das haben wir doch auch gerade schon gemacht. Aber hier kannst du die neuen Objekte verwalten. Du musst die sortieren, bevor sie es ins Ultimate Team weitergeht. Hier rein, bitte. Okay. Ah, geht doch. Wir haben die schöne Spieler. Ein 86er Tempospieler. Vielleicht bringt der ja was. Und noch einer. Alle einfach vor allem. Alle einfach mal reintun, vielleicht manchmal. Wir machen das mal. Also wir hatten mal einen Kollege. Das bin ich. Der hat Felipe Luis in Team of the Season für 700 Münzen verkauft, also wer ihn bekommen hat, viel Spaß mit ihm. Er ist ein guter Spieler. Mhm. Er hat mir viel Geld gekostet. Und viel Schmerzen. Mal sehen, was dabei rumkommt. Wenn wir schöne Pace-Noten haben. Ui, ich ey, da haben wir mal jemanden. Erstmal gucken, wie wir uns ausleihen können, alles. Snyder, Aguero. Geil, Policeman. Und wir nehmen... Iron Robin! Jawohl! Natürlich, wir haben einen schönen Leihspieler, aber den setzen wir natürlich nur für wichtige Spiele ein. Zum Beispiel Rager. Nein, also Rager wird hier noch nichts gespielt. Wir müssen ja erstmal unser Team aufbauen. Und dazu gehört halt viel Disziplin, Freundchen. Also, da fangen wir jetzt mal mit unserem ersten Spiel an, ne? Würde ich sagen. Also zuerst spiele ich die erste Halbzeit und dann spielt wer spielt dann? Mein Kollege. Ja, du. Richtig, Freundchen. Wir versuchen jetzt erstmal Liga aufzusteigen. Oder also viel Geld. Titel gewinnen. Oder? Viel Geld einzubekommen. Und Jungs, ihr macht gucken das mal, was dabei herauskommt. Gucken wir mal, was wir für den Gegner kriegen. Ob das wieder einer ist mit zwei. Ihr müsst nur an Rom denken, Jungs. Der auf der Reservebank sitzt. Ja. Die sind besser als er. Ja, der Gegner spielt nicht zu zweit. Das ist schon mal gut für mich. Nehmen wir mal die weißen Trikots. Und das Spiel kann beginnen. Mal sehen, was für ein Team hat er. Salta Juniors.
Gucken wir mal sein Team an. Ja, es geht. Also das Team hat, er denke ich mal, auch sehr neu. Aber... Er probiert ein spanisches Team schon hinzubekommen. Also... Im Moment. Also Ahnung hat der nicht, sonst würde der den Stürmer auf die linke Seite tun und hätte eine bessere Chemie. Also dann fangen wir mal an. Ich probiere einfach mal so zum Anfang einen Kick auf Goal. Da ist er. Ah, der ist scheiße gekommen jetzt, aber nicht schlimm. Ja. Wir hören, das ist das erste Spiel der Saison. Ja. Wir wollen uns ja nicht in der Saison blamieren. Ja, da war fast 1-0 für den Gegner. Oh. Und schlimmer Fehler, aber der Gegner macht ihn leider nicht rein. Also wir sind nicht die besten Zocker. Also ich eher gesagt. Also er ist nicht der Beste. Ich kann mit so etwas schlechten Teams nicht umgehen halt. Also er kann gar nicht spielen, will er damit bestätigen. Aber in der zweiten Halbzeit wird ein bisschen deutlich besserer Spieler kommen. Du, wollen wir gleich mal an sich sein. Ja, aber die Verbindung ist doch irgendwie scheiße jetzt. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Ja, der Ball ist bitte ein bisschen rutschig, ne? Ja. Muss auch mit ein paar hier rechnen. Also das Video müssen wir schneiden. Das ist genau so wie die Ausrede. Ja, sorry, ich bin zu spät gekommen. Zug hat den Platten, ey. Ist so. Die Ausrede ist so unnötig wie die Ampeln bei GTA. Ja, wir wollen jetzt mal gucken. Vielleicht machen wir nur FIFA-Videos, aber vielleicht machen wir auch dazu noch GTA-Videos. Call of Duty. Oder Call of Duty. Kann auch sein. The Wants the Warfare. Also, man sieht hier die erste Halbzeit sehr schlecht. Dominant, keiner. Sehr ausgeglichen. Kein 4-Sterne-Skiller, komme ich nicht drauf klar. Ich komme auf das Team. Sehr ausgeglichenes Spiel. Seht ihr auch nur 0-0-Pfosten. Also es gab noch keine große Gelegenheit, bis auf den Flüchtigkeitsfehler von Tim Hillemann. Kleiner Gag, das schneide ich zu. Ich wollte keinen Namen sagen, ja. Das ist schon egal, ne? Also, der eine heißt Murat. Der eine ist Ali. Ich mach jetzt mal Türken-Style, ne? Daloni! Schöne Keeper, die erste Ja, jetzt auch Schneider nehmen können, wenn der Türken-Style macht, ja? Ja, ich wollte so ein bisschen jetzt so grätschen, ne? Türken-Style. Nur mit dem deutschen Türken-Style. Ja. Also, ich würde mal die libanesische Liga nehmen, die ist bestimmt auch gut. Die wenn ich mal gehört habe, die MLS-Liga ist sehr gut. Da gibt es viele Informen, habe ich gehört. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt, aber in der deutschen Liga. Ich da gibt es viele Informen. Die müssen wir zuschneiden. Ich glaube, sie schickt das. Das war das Eigentor. Das erste richtig gute Gelegenheit. Probierte Gegner. Ja, das war ganz war die erste extra. Richtige Chance hier von Tim. Tor zu machen. Also sehr interessantes Spiel. Das war das falsche Tor, war das erste Let's Play Spiel sehr witzig, aber in den nächsten Videos wird es nicht mehr so passieren. Ich habe in Sturm keinen schnellen Spieler, ne? Aber du hast die Außenflügel schnell, das reicht doch. Ja, wir haben gleich einen Tausender, dann können wir irgendeinen schnellen holen. Nö, du kriegst 500 für jedes Spiel, ungefähr. Ja, Junge, du schlau, Mann. Ja, und du kennst doch bestimmt einen, den du für 1000 kriegst und überpowert ein Spiel, Alter. Ja, da gibt's den Ramos, den Aaron Lennon. Jetzt ehrlich, der Ramos, Alter. Ja, ich weiß, Babu ihr könnt ruhig in den Kommentaren mal schreiben, welches Team wir machen sollen, also welche Liga jetzt mal. So, kommt kein Kommentar. Nein, jetzt mal ernsthaft.
Oder ihr könnt auch irgendwie abstimmen oder so. Ob wir lieber Turniere spielen sollten. Oder traden für euch. Oder Saison machen sollen. Ja, oder euch irgendwie Teams-Tipps geben. Oder halt so Teamaufbau oder offline. Genau, offline spielen wir auch sehr gerne. Aber nur, da verlieren wir auch immer so 7-8. Ja, und das gegen Halbprofi, ne? Nee, gegen Amateur. Genau, gegen Amateur verlieren wir 7-0, 8-0. Also das ist schon mal zu empfehlen. Wenn wir Glück haben. Ist so, wenn wir Glück haben. Komm mit dir, das ist ja so ein Witze-Video. Jawohl. Da ist er, der Keeper. Wer ist also, der Keeper? Also, ich hoffe, ihr... Ja, schreibt in mich an das Spiel von Holland, wo der auch so geflogen ist. Keine Beleidigung. Oder ihr schreibt in den Kommentaren, wer schlecht ist und wer nicht. Jim. Ja, ihr müsst erst euch die zweite Halbzeit angucken. Also ein paar mehr da wir in viel bessere Spieler rankommen. Weil jetzt ja, sorry, dass die Stürmer schlecht sind. Ja. Ja, jetzt ich kommen hier wieder die Ausreden. Die billigen Ausreden hat mein Opa schon erzählt. Die kannte ich schon als PlayStation 1, wo ich da klein war. Hat mein Opa bei mir verhandelt. Die hat mein Opa auf dem Klo geschissen. Was? Weißt du, wenn ich immer so einen Namen sage, ne? Glaube ich doch hier so einen Sack. Ja, wenn ich mal Tor wieder machst, ne? Ja, soll ich wieder machen? Ja, mach. Ah, die Scheiße ist das Spiel leckt, ne? Da kann man nichts oh, mehr machen. Oh, stark halten, wir ja, haben einen Keeper! Wow! Aber da. Ah! Also, das war die größte hey, Gelegenheit bis jetzt. Das war die größte Gelegenheit bis jetzt. Ja, 100%ig. Also das war 100%ige Chance, ja. Aber das gerade war auch schon so eine Chance. Ich freue mich. Also die spielen wir eher auf einer Hälfte, aber das juckt dem. Das war schon die zweitbeste Chance. Also das war schon die. Also entweder ist der hier jetzt mal eine große Gelegenheit hier. Entweder ist der Gegner ja, der eine das kippt, der größte Gegner. Ja, guck mal, wie das Spiel liegt, Alter. Ja. Und der ist schwul. Ja. Der Gegner eine scheiß Verbindung mir holen sollen. Da müssen wir zuschneiden. Ja. Weißt du, wie das geht? Weißt du mal, wie man zuschneidet? Nee. Schreibt in die Kommentare.